gibt ja auf der Genusslandstraße ein Gaumensex-Brot. Gaumensex heißt, da geht es um Zungenaquaplaning, da rinnt der Saft zusammen. Und ich möchte, wenn die Leute mit so einem Gaumensex-Brot durch die Masse gehen, dass sie sagen, wow, wo hast du denn das gehabt? Boah, ist das gut. Dann passt's. Und das müssen wir hinkriegen, ist eine harte Geschichte. Wir machen ein gescheites Brot, natürlich mit dem Getreide von unseren Dinkelbauern vom Hemmel. Darauf wird dieses ganze Zeigel angerichtet. Also wir haben eigentlich keinen Teller, sondern Teller ist eine knusprige Brotscheibe. Und da drauf kommt ein Strudel. Da drinnen kann es sein eine Blutwurst, da drinnen kann es sein ein Kürbisstrudel. Also wir konzentrieren uns genauso auf die Vegetarier, wir auf die alteingesessenen Genießer, die traditionell bleiben wollen und ein bisschen Fett drinnen brauchen, damit es richtig über die Zunge rutscht. Dann, was haben wir denn noch im Programm? Schauen wir uns einmal den Käse an von meiner Topfenmarget. Die Topfenmarget ist eigentlich die Lindner-Marget, macht für mich den besten Käse in der Region. Einen Rohmilch-Bio-Kaskupferl. Kaskupferl-Kas, sagt sie dazu, gell? Ist ein perfektes Bioprodukt, ein Salzerl vom Rind. Macht natürlich unser Gastwirt, der Schiefer, wo wir unser erstes Gaumensexbrot ausprobiert und getestet haben. War natürlich eine coole Geschichte. In der neu eingerichteten Küche da ein bisschen umeinander, Teufel mitten unter dem Malakat-Geschäft. Aber ich war gut vorbereitet, ich habe eigentlich alles mitgehabt. Haben wir eigentlich ruckzuck erledigt, ein paar Fotos haben wir gemacht. Und ja, ein paar Leute haben wir schon aufmerksam gemacht. Heute geht es natürlich auch um das. Jeder, was Zeit hat, kommt vorbei, schaut sich das an. Wir haben das Beste, was wir zum Bieten haben, da wir noch raffiniert würzen, verpacken, knusprig machen, grillen, räuchern etc. auf die Teller, auf unsere Brotteller drauf und hoffen natürlich auf viele, viele Gäste, die unseren Stand besuchen. Muss man mal die Seiten ein wenig wechseln, jawohl. Genau, ja, sonst heißt es, der Leo war eingeraucht, wie er das alles erzählt hat. Das können wir uns nicht leisten, gell? Hast du irgendwas gespürt? Heute beißen sie wieder gut. Jetzt kommt gleich wieder, gell? Also, jetzt geht's aber rund. Schau dir das an. Bist du verrückt? Schon wieder einer. Und schon ausgenommen, das gibt's ja nicht. Das gibt's nur im stillen Tal. Gell, gibt's heute ein feines Gute, ja? Ja. Wie man so ein perfektes Fischerl am Grill zubereitet, das erzähle ich euch anders mal. Aber heute nicht mehr.